Halleluja! Ist das windig heute. Alter Falter. Oh. Hi, herzlich willkommen zum heutigen Update, liebe Freunde. Oh. Ja, wie ihr gesehen habt, haben wir ein neues Familienmitglied auf diesem Kanal. Das ist mein kleiner Hobel. Und den werden wir demnächst auch heftig benötigen, würde ich sagen. Ja, das ist übrigens amerikanische Nuss. Und aus diesem Material erwarten euch demnächst eine Menge Projekte. Vorerst zwei, aber es wird sicherlich mit Massivholz weitergehen. Denn ich habe Blut geleckt. So, eigentlich gibt es dieses heutige Update nur, weil vergangenen Freitag das kleine Vlog-Projekt, naja, der Vlog kam nicht. Das hatte natürlich auch einen guten Grund. Der Grund war eigentlich gar nicht mal so gut. Ihr seht, ich kann mich nicht richtig gut bewegen. Ich habe nämlich den Nacken verdreht. Deshalb wird auch heute nicht gebastelt. Aber ich musste diese Bohle kurz mal abrichten. Denn ich wollte sie euch unbedingt zeigen. Ja, erstmal zu den Gründen, weshalb letzte Woche kein Video kam. Ja, es kam deshalb nicht, weil ein Programm auf meinem Rechner mir einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Der Rechner war praktisch nicht mehr benutzbar, weil ich nicht an meine Dateien rankam. Und dieses ganze Problem wurde ausgelöst durch ein nachträglich installiertes Programm. Es hat mich natürlich eines gelehrt: installiere keine Programme, die auf deinem Rechner nichts zu suchen haben. Das werde ich auch nicht mehr tun. Das Problem ist, ich musste ich musste deswegen halt den Rechner neu aufsetzen. Ich musste ihm also ein Backup aufspielen, das circa eine Woche vor diesem Unfall gemacht wurde. Das hat allerdings zur Folge, dass Rohmaterial von drei Videos und dem Video, was ich euch eigentlich am Freitag präsentieren wollte, verloren gegangen sind. Das wären jetzt die Videos für die folgenden drei Wochen gewesen. Das heißt, ich bin jetzt die nächsten drei Wochen ohne Video. Ich will euch eine Sache kurz zeigen. Ja, hier haben wir das kleine Zwischendurch-Projekt, was ich eigentlich mit euch am Freitag machen wollte. Das heißt, das Video war ja auch soweit fertig. Eine Lampe aus dieser Flasche. Ja, ist natürlich nicht fertig. Was mich jetzt interessiert, wollt ihr sehen, wie ich dieses Teil fertig mache, auch wenn der erste Teil dafür praktisch nicht verfügbar ist? Denn, wie gesagt, auch das Rohmaterial ist weg. Ich kann euch dazu leider keinen ersten Teil oder den Anfang von dieser ganzen Geschichte kann ich euch leider nicht präsentieren. Die Frage ist einfach nur, interessiert euch das? Wollt ihr sehen, wie ich es fertig mache, auch ohne den ersten Teil? Kommentiert einfach bitte unter diesem Video. Und die andere Geschichte: ich habe hier eine Holzlieferung bekommen. Zu dieser Holzlieferung gehört auch diese Bohle, die ich gerade abgerichtet habe. Sehr, sehr schönes Holz. Das sieht hier sehr, man kann im Rohzustand echt nicht erkennen, wie schön das Holz ist, aber schaut euch das mal an. Ich weiß nicht, ob man das eigentlich erkennen kann. Oh, aber es ist wirklich sehr schönes Holz. Und mit diesem Holz werden wir, ich warte noch auf eine andere Maschine, die kommen muss. Sobald die da ist,
werden wir uns um dieses Holz kümmern und ja, die ersten ein, zwei Projekte mit diesem Holz machen. Das erste wird ein Badezimmermöbel werden. Und ich glaube, das wird ganz schick werden. Ich hoffe, ihr seid dann alle mit dabei und schaut mit rein. Ja, im Augenblick bin ich ein bisschen gelähmt. Wie gesagt, die nächsten drei Videos, die eigentlich geplant waren, die kommen nun nicht. Ich muss jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Ich gehe davon aus, dass wir aber ab übernächste Woche wieder regulär wöchentlich Videos haben werden. Es liegt ein bisschen an meinem Hals. Sobald das weg ist, lege ich wieder los in der Werkstatt und dann bekommt ihr auch wieder Videos um die Ohren oder auf die Augen. Ja, das wird kein langes Update, weil eigentlich war es das schon, was ich euch mitteilen wollte. Ja, für mich ganz wichtig zu wissen, ob ihr diese Lampe, wie sie fertig gemacht wird, sehen wollt oder nicht. Tja, wie gesagt, viele große Neuigkeiten gibt es nicht. Mein neues Maschinchen, das heißt, neu ist es nicht, es ist gebraucht. Nichtsdestotrotz, ihr habt sie gesehen, die wird demnächst öfter Teil der Videos sein. Die nächste Maschine, die kommt, das wird allerdings noch einige Wochen dauern, bis sie da ist. Und dann werden wir uns ein bisschen mehr um echtes Massivholz kümmern. Da freue ich mich heftig drauf, auch wenn ich das gerade nicht so richtig zeigen kann. Ich bin heute tatsächlich nicht ganz so gut drauf. Ja, das für euch soweit zur Info. Also, es ist alles in Ordnung soweit. Es kommen auch weiter Videos. Weshalb am Freitag keine kamen, habe ich euch gerade gesagt. Das war, wie gesagt, ein Unfall. Der allerdings zur Folge hatte, dass wir auch jetzt die kommenden oder dass wir insgesamt 3 Wochen keine Videos haben werden. Aber danach wird wieder regulär jede Woche ein Vlog kommen. Was die Vlogs angeht, habe ich euch gerade erklärt. Und auch mit meinen Projektvideos wird es demnächst weitergehen. Ich bin gerade dran, mein Sägetisch fertig zu schneiden, also das Video dazu. Das heißt, das kommt auch demnächst. Insofern, ja, sind wir eigentlich materiell, insofern sind wir, was das Filmmaterial angeht, eigentlich ganz gut gewappnet, aber ich muss es halt schneiden. Ja, ich hoffe, ihr bleibt interessiert und bleibt dran und schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, tschö, euer Sascha.